Hallo Freunde, Servus und herzlich willkommen zu Neuigkeiten aus dem LS17. Ein neuer Dev-Blog ist online gekommen und ich werde euch hier die Screenshots zeigen. Für alle, die auf Facebook eben nicht Farming Simulator geliked haben und eben dort die Informationen nicht mitbekommen. Goldcrest Valley, das Thema, um das sich dieser Dev-Blog dreht. Es geht um die Map, es geht um die nordamerikanisch angehauchte eben Goldcrest Valley. Die Landschaft dort ist natürlich sehr, sehr geil, weil wir dort ein Tal haben, was von einem sehr großen Berg umgeben ist, was ich persönlich ziemlich cool finde, weil Österreich ja teilweise sehr schöne Täler hat mit sehr großen Bergen im Hintergrund und ich finde, dass das eine super Location ist, wenn man dort eben landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich aktiv wird. Wir haben mehrere lokale Unternehmen, Bauern und Bewohner, wo wir quasi unsere Hilfe anbieten können, was ziemlich cool ist. Was wir auch haben, ist eine kleine Stadt, Maplefield, genannt. Und wir haben auch diverse Geschichten wie die Golden Garn Spinnerei und eben die Dentenbäckerei. Sehr, sehr genial. Was wir auch haben, Freunde, ist ein See. Okay, das ist ziemlich cool, beziehungsweise ich glaube, ich lese es gerade falsch. Wir haben aber dementsprechend viele verschiedene Geschichten, wie eben den Basketballplatz im Park. Wir haben aber auch Goldcrest Valley Gold Nuggets, Sammlerstücke, die man im Spiel finden kann, vermutlich so ähnlich wie die Goldmünzen aus dem LS15. Und wir haben, Freunde, auch natürlich dann dementsprechend eben viele Geschichten wie Dekorationen und Objekte, die dem amerikanischen Stil eben entsprechen und natürlich auch dem Ganzen eine gewisse Atmosphäre geben, ein gewisses Flair, was eben dazu einlädt, unter anderem mit den Screenshots, wo ihr das genauer nochmal sehen könnt, eben was richtig Bock drauf macht, dort Landwirtschaft zu betreiben oder eben Forstwirtschaft, was auch perfekt ins Setting passt. Viel Spaß beim Schauen der Screenshots und wenn ihr weitere Informationen braucht, bitte gerne Farming Simulator auf Facebook liken oder hier mich abonnieren. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.